Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier von One Piece Unlimited World Red. Wir haben jetzt beim letzten Mal dieses komische Tor hier mit dem Schlüsselwort geöffnet und schauen mal, was hier hinter jetzt noch kommen wird. Okay, jetzt ist sehr strange, dass die Kamera manchmal statisch ist quasi und nicht beweglich und dann plötzlich wieder beweglich ist. Also muss ich mich erstmal dran gewöhnen, wie an das meiste dieses Spiels. Okay, jetzt haben wir plötzlich auch so ein Stück Explosionsstein bekommen. Verstehe ich noch nicht ganz. Also wenn man sich schlägt, kriegt man wohl hundertprozentig ein Stück Explosionsstein heraus, ansonsten nur manchmal. Das sieht schon eher nach großem Kampf aus hier. Ist auch ein großer Kampf. So. Dadurch, dass man die Gegner nicht einzeln anvisieren kann, hat man die auch nicht immer im Blick und deswegen kann ich auch nicht immer ausweichen, leider. Ja, heil mich halt, wenn du willst. Man muss dann immer so schnell reagieren. Ja, das ist definitiv eine Illusion. Wir kommen jetzt plötzlich von Feuergebiet direkt ins Eis, obwohl, naja gut, wir sind ja auch auf Pankasar, ne? Aber es ist trotzdem alles sehr strange. Ich weiß noch nicht wirklich, was das Spiel sein will. Ist jetzt ein Nachfolger von Unlimited Crew sein, da wird es etwas komplett Neues sein. Bislang ist es eine Mischung dazwischen. Ich weiß halt nicht, wo das Gameplay hingeht. Kann ja auch sein, dass wir dann, wenn wir unsere Freunde gefunden haben, alle unsere Fähigkeiten verlieren und dann wie bei Unlimited Crews wieder mit nur einer Attacke starten und dann die anderen Attacken erst freischalten müssen. Und aufleveln müssen. Kann ja auch sein. Dazu muss ich aber noch ein bisschen spielen. Oh, das erste Mal, dass wir eine Abzweigung haben. Aber es ist halt auch sehr linear bis jetzt. Ein paar kleine Secrets hier, ein erstaunliches Kraut. Also es ähnelt in vielen Elementen an Unlimited Crews, aber dann irgendwie doch wieder nicht. Oh! Also weder Moria noch Brook. Schleimi! Das Mali? Hat dich Papa gerufen? Für die Leute, die die aktuellen Mangas vom One Piece nicht kennen. Oh Gott, da habe ich mich erstmal schön vergiftet. Super. Für die wird hier wahrscheinlich richtig schön viel Spoiler drin sein. Wir müssen nicht auf Smiley gehen, sondern wir müssen auf ihn gehen. Verstehe. Ich hab's aber noch nicht so wirklich raus. Ah. Na, bist du von Smiley runtergefallen, mein Lieber? Tut mir aber leid für dich. Bin so ein scheiß Giftviech. Ich hab A gedrückt. Spacken. Okay, er muss die Gegner also erst so ein bisschen analysieren. Wenn man sieht, welche Bewegung der macht, damit man dann weiß, wenn man ausweichen muss, wenn man wieder abhauen sollte. Thank you.
Und so. Oh oh. Bonbon. Nicht den Bonbon essen. Ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Ob ich jetzt den Bonbon zerstören soll? Ah, Bonbon ist kaputt. Oder ob ich ihn hier platt machen muss. Aber ich glaube, Bonbon zerstören war in dem Fall ganz richtig. Ja, zweiter Bossfight. Ja, Caesar Crown hilft uns, sicher. Tja, Pech, mein Freund. Wir wollen aber nicht mehr wissen. Trotzdem alles sehr strange hier. Wie kommen wir jetzt plötzlich nach Pankasar? Was hat Frankie überhaupt auf dem Boot gemacht oder auf dem Schiff gemacht? Er sollte doch zusammen mit Lissab eigentlich Sachen für die Reparatur suchen, oder nicht? Egal. Ich frage einfach nicht weiter nach. Zurückgekehrt? Zoro ist doch gar nicht weggegangen. Was ist das für eine Story? Ja, ich sag euch dreimal dasselbe, kein Problem. Dann erklär mal. Sagt derjenige, der nicht aufgefallen ist, dass man plötzlich auf einer anderen Insel ist. Naja. Hey, wir haben Akt 1 geschafft, ein Blick zurück. Also es scheint ja wohl tatsächlich nicht die Unlimited Cruise Wege zu gehen, sondern doch ein komplett anderes Kampfverhalten zu haben, aber nur Elemente des vorherigen Teils und der vorherigen Teile aufzuweisen. Das ist schon mal soweit interessant. Ich bin gespannt, wie weit das jetzt noch geht und was hier diese ganzen Fähigkeiten und so weiter bringen. Schlagresistenz rauf 3, Blitzresistenz rauf 5. Okay. Klingt nach Party halt. Ein großer Drachenschock ist jetzt verfügbar. Angriff rauf 6%. Zeit, dass ich das beende, erhalten. Frankie Radical Beam ist jetzt verfügbar. Also spielt man das ganze Spiel mit Ruffy und kann die anderen Charaktere nur so in Aktionssymbolen benutzen? Ja, den Einsatz von Frankies Radical Beam. Ah, nee, doch nicht. Das hier oben ist eine Fähigkeit für Ruffy, das hier ist eine Fähigkeit für... Das sind zwei Fähigkeiten für Zoro und das sind zwei Fähigkeiten für... Ja, Frankie, okay. Da sitzen noch Glasscherben, Holzblöcke und Heilkapseln. Super. Was wir damit anfangen können, werden wir erst später erfahren. Das war auf jeden Fall Kapitel Nummer 1. To be continued. Hätte ich das gewusst, hätte ich auch hier den ersten Cut setzen können, aber gut. Ich dachte, es geht weiter, ich dachte, es geht länger. Ich wusste gar nicht, dass das so direkt in Kapitel aufgeteilt ist, sondern ich dachte, das erste Kapitel ist jetzt hier die komplette erste Insel und die dauert länger.
Aber es scheint wohl viele, 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 viele verschiedene Kapitel zu geben. Und nicht nur drei oder vier. Aber was heißt ein Blick zurück? Einfach nur, weil wir wieder zurück auf Pankasar waren? Oder warum heißt das so?君たちが例のお仲間さんね。力が強そうな人ばかりで。何の話だ?この宿を好きに使う代わりに、あなたたちには町の建設を手伝ってもらう。町長さんから人手を探すように頼まれてたんだけど、なかなかいい人材が見つからなくて。また面倒なこと引き受けやがって。何が知ったらうるせえぞ。町の建設ってのは聞いてねえぞ。 Ach, hätten wir sie mal nicht beschützt vor diesen komischen Banditen da unten, hätten wir jetzt hier nur in dem Gasthaus die beiden Typen kaputtballern können und dann hätte das Ding uns gehört. Okay, mit den Sachen, die wir finden, können wir dann wahrscheinlich die Stadt ausbauen. Wir haben hier Glas, also Explosionssteine und Glasscherben und Holzstöcke und so einen ganzen Kram gefunden. Wahrscheinlich müssen wir den ganzen Kram dann farmen, um hier in der Stadt dann ein Gebäude bauen zu können oder sowas. Du kannst dem Gasthaus Gegenstände und Geld einsetzen, um die Einrichtung der Stadt zu erweitern. Wähle im Gasthaus Erweitern aus, um Sachen wie Fabriken, Restaurants und Tavernen zu bauen. Erweitern. Taverne, da haben wir ja zum Glück 4 Holzblöcke und 4 Glasscherben als Belohnung für die letzte Mission bekommen. Die können wir dann gleich einmal einsetzen. Geld kostet jetzt auch und schon haben wir eine Taverne gebaut. Super. Wir retten die vor 2 Gangstern und dafür müssen wir eine komplette Stadt bauen. Das ist ja super gut, toll. Ganz fair, meine Liebe. Egal. Vielleicht haben wir da auch was von. Ist jetzt ja unsere Taverne, ne? So, was ist deine Fähigkeit, mein Freund? Was willst du eigentlich von uns? Am nächsten Morgen. Das ist mir jetzt alles sehr, sehr fremd hier. Was ist das für eine Insel, dass die Leute sich nicht wundern? Gestern überströmt die Insel halb von Lava, halb zugefroren. Heute ist ein Sandsturm hier, hallo? Jetzt schon. Zurück nach Alabasta, oder was? Was weißt du eigentlich über diesen ganzen Kram hier? Ja, es ist wichtig, Ruffy. Der steckt doch mit ihm unter einer Decke. Okay. Also das ist den Kram, den wir mitgenommen haben, können wir da reinpacken? Ah! Also doch so Unlimited Cruise-Elemente mit Fischen und
Schmetterlinge fangen oder Käfer fangen, das gab's da ja auch schon. Das hat mir damals sehr gut gefallen, aber mir hätte das Kampfsystem bislang besser gefallen als hier. Wie gesagt, die beiden Teile werden wir auf jeden Fall jetzt playen. Die haben nämlich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Jetzt sind deine Itempalette, das nützt aus, ja. Stärke, das Netz in der Fabrik. Das gab's damals auch. Lege eine andere Kugel in deine Tasche, um die bestimmten Punkte in die Tasche da draußen zu angeln. Ja, ja, ja. Du kannst die Gegenstände, die du während des Abenteuers erhältst, im Lager im Gasthaus nehmen. Werde Taschen organisieren im Lager, um Gegenstände herauszunehmen. Wähle deine Itempalette oder wähle im Pausenmenü Item aus, um Gegenstände einzusetzen. Ah, wähle Gegenstände, bla 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 aus. Setze Gegenstände weise ein, um Abenteuer zu überstehen. Super. Lager. Tasche organisieren. Wir nehmen ein Insektennetz mit und wir nehmen eine Angel mit. Und das reicht, wir brauchen keine heilen Dinger. Dann... Kleidung. Da habe ich eigentlich... Also wir können mit Strohhut und ohne Strohhut, wir lassen den Strohhut mal ab. Ich habe hier mit diesem DLC, den ich eigentlich noch nicht einlösen konnte leider, da ist auf jeden Fall das Strong World Outfit von, für alle dabei, wie es aussieht. Oder wie sieht's aus? Nee, ist nur das Ruffy-Outfit für die Strong World, aber es gibt 9 exklusive, also ein exklusives DLC-Pack mit 9 Kostümen. Ruffy Strong World-Outfit und das DLC Flame Fist and Straw Hat heißt das hier. Also Firefaust und Strohhut-Quest. Und ich habe halt noch für den Vorbesteller-Code habe ich auch noch was bekommen, noch ein weiteres DLC. Aber wie gesagt, bislang konnte ich es nicht aktivieren, werde ich dann vor der nächsten Aufnahmesession machen. Wir können auf jeden Fall mit jedem spielen, wie es aussieht. Das ist schon mal vorteilhaft. Haben wir für Zoro auch schon ein zweites Outfit oder noch nicht? Nein. Dann werden wir für Frankie auch keins haben, deswegen gucke ich mir das gar nicht erst an. Ich will raus hier. Ja, das bauen wir halt noch eine Apotheke. Das ist weder unsere Taverne noch unsere Apotheke, sondern wir bauen einfach für andere Leute mal eben ein paar Häuser in der Stadt. Warum auch nicht? Haben wir sonst nichts zu tun. Bist du eine Dame? Nee, das ist der Bürgermeister, okay. Ja, wir bauen die Stadt schon größer, keine Sorge. Das wird die alte Dame sein. Sieht aber gar nicht alt aus, die Dame. Die will Blumen haben. Ich weiß, dass ich cool bin, das brauchst du mir nicht sagen. Hä, warum soll ich hier R drücken? Warum sollte ich da eben R drücken? Sieht auch nicht aus wie alte Damen. Wo ist denn dein Kind? Drüben ist eine alte Dame. Wo ist denn drüben? Da hinten steht eine alte Dame. Achso, wir können auf die Rufe von den Kindern reagieren. Super. Okay, wir haben ja verschiedene Quests. Die eine ist da drüben. Hey, ich will zurück. 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 Doch hier wird hier gar nichts ausgerüstet, solange ich mich damit noch nicht befasst habe. Na, du willst was? Manchmal werden noch gute Sachen angespült. Da ist ein Luftballon. Ich glaube, da bin ich zu spät. Ich glaube, den hätte ich mitnehmen können. Ja, in der Stadt ist die Steuerung auf jeden Fall ein bisschen hakelig. Gibt nämlich nur 2 Stufen, nur langsam oder schnell. Es gibt nichts dazwischen. Da kann man nicht unbedingt immer in dem Tempo laufen, in dem man gerade laufen möchte. Das hast du gut gemacht, Raffi. Setz da hoch! Ein Luftballon. Was das denn? Bleib doch mal da oben drauf. Hallo, ich möchte da hoch. Hat irgendwie im Tutorial besser geknappt. Was soll ich denn mit den Ballons? Ach, das ist auch so ein Crafting-Teil oder was? Boah, die Steuerung ist aber echt. Die ist echt nicht gut. Sorry, aber die ist echt nicht gut.
Das ist die Taverne. Können wir hier jetzt machen? Ja, das ist die Taverne, die wir gebaut haben. Ah, Quests von Stadtbewohnern, okay. Müssen Sie verdient das Ganze in der Taverne Rubbelkarten freirubbeln. Was gibt's denn für Quests? Ich glaube nicht, dass wir die alle machen werden, aber wir können es jetzt hier mal kurz angucken. Level East Blue. Besiege den dicken Dragon. Den habe ich ja schon besiegt. Und jetzt Item Sturmratte. Von mir aus mit Zoro, Frankie. Hä? Computer 2, Computer 3? What the fuck? Irgendwie verwirrt mich das Spiel gerade nur. Wirklich weiterbringen tut es mich hier nicht. Wir sind also zurück in Pankasar. Wir können also die Bosskämpfe nochmal machen. Also schön. Zoro ist ein guter Kämpfer. Er kann Dinge wie Bambus, die gegen Angriffe stumpfer Waffen immun sind, kappen. Ja, das war ja damals in Unlimited Cruise auch schon. Halte R und drücke B, wenn wenigstens eines SP-Button folgst, um den Agro-Modus zu starten. Im Agro-Modus sind alle Angriffe stärker und erfolgen schneller, bis die SP-Anzeige erschöpft ist. Okay, er hat also keine Super-Attacke, sondern stattdessen den Agro-Modus. 40 Minuten Zeit, um diesen Bosskampf hier nochmal zu machen. Sollte drin sein. Hol ich hier aber nochmal kurz hier die Holzblöcke. Wenn ich frage, wie man aus einem morschen, also vertrockneten Baum hier einen Holzblock herausbekommt. Aber okay, das überspringen wir mal kurz, das kennen wir ja schon. Ich habe zwar A gedrückt, aber vielleicht geht das in der Luft nicht. Ah, das erinnert jetzt schon eher an Unlimited Cruise, wenn wir da unten rechts diese Anzeige haben. Einmal. 1, 2, 3, 4. Hey! Verdammt. Ich hab doch Schutz gedrückt, so eine Scheiße. Ach, verdammte Kacke. Ich bin gleich tot. Ich verstehe das Kampfsystem bei Ehrlichkeit auch noch nicht so wirklich. Ich drücke jedes Mal A, wenn da A steht. Das 50% klappt, das ist zu 50% nicht. Jetzt hat es wieder nicht geklappt. Jetzt hat es wieder nicht geklappt, obwohl ich jedes Mal A gedrückt habe. Hat's geklappt. Obwohl ich nicht anders gemacht habe als eben auch. Ich glaube, die Mission ist noch zu schwer für uns. Ich sehe auch gerade nichts, weil die Kameraführung vollkommen daneben ist. Ich dachte, der Kampf wäre genauso leicht wie das erste Mal, als wir gegen den Dragon gekämpft haben hier. Aber irgendwie machen wir dem so gar keinen Schaden, ne? Sollte ich tatsächlich beim nächsten Mal doch auf die Schwierigkeit der Mission achten. Ach, wir können auch wechseln, wenn einer tot ist. Das ist ja immer praktisch. Ich dachte, sobald ich tot bin, ist es aus.
Warum konnte ich jetzt nicht Schutz drücken? Mir wurde nicht angezeigt, dass ich schützen kann. Aber es ähnelt sehr, sehr viel. Dem Kampfsystem. Oh Gott. Dem Kampfsystem aus. Ach, fuck you. Kampfsystem aus Unlimited Blues. Auch da unten ist rechts diese Anzeige, wie gesagt. Unlimited Blues hat man dann quasi so einen Super-Bonus freigeschaltet, indem man jeden normalen Gegner fast one-hitted hat. Bei Boss-Gegner halt besonders viel Schaden gemacht hat. Können wir jetzt ja mal sehen. Ja, Rank-Bonus ist quasi genauso wie damals. Ich habe A gedrückt, genauso wie drei Male vorher. Und aus irgendeinem Grund konnte ich dann plötzlich nicht mehr ausweichen. Schubidubidu! Ja, komischer Drecksdrachen-Kopf-Drecksdingens. Ich glaube zwar nicht, dass wir dich irgendwann mal besiegen werden, aber vielleicht schaffen wir es ja doch irgendwie mit ganz viel Glück. Auch wenn die Kameraführung unter aller Sau ist. Ja, ich sehe ihn nicht. Er ist unsichtbar, genauso wie wir. Jetzt sind wir plötzlich wieder beide sichtbar. So, das hat jetzt aber mal richtig schön viel Schaden gemacht. Das hat mir jetzt gefallen. Können wir von mir aus öfter machen. Ich habe A gedrückt! Jetzt mich jetzt verarschen? Ich glaube tatsächlich, dass mich das Viech verarschen will. Und die Steuerung ist einfach sehr unpräzise. So, jetzt hat es wieder geklappt, obwohl ich nichts anders gemacht habe als vorher auch. Also es ist wirklich einfach nur ein Button-Mashing hier. Mit dem richtigen Moment dann A drücken. Ansonsten kannst du den Button smashen, wie du willst. Da hat mir das mit den Attacken-Leveln irgendwie ein bisschen besser gefallen wie in Unlimited Cruise. Wobei er am Anfang nur eine Attacke hatte, wenn man die 3, 4, 5 mal eingesetzt hat, dann ist sie auf Level 2 gekommen. Und wenn die auf Level 2 ist, hat man die zweite Attacke freigeschaltet. Dann musste man die auf Level 1 und die auf Level 3 bringen oder so. Dann hat man die dritte Attacke freigeschaltet und die konnte man immer wieder hochleveln. Und je höher die Level, umso stärker die Attacken. Und halt, dadurch konnte man mehr und mehr und mehr freischalten. Dann gab es bestimmte Attacken, die konnte man nur freischalten, wenn man Gadgets gebaut hat bei Lissop. Das fand ich ein unglaublich geiles System. Das jetzt, wie gesagt, ich bin nur noch nicht überzeugt. Es kann sein, dass das auch gut ist. Aber bislang hat es mich nicht überzeugt. Manchmal ist die Reaktionszeit, die man hat, um den Ausweichenknopf zu drücken, halt auch so gering. Oder wird gar nicht angezeigt wie jetzt. Man halt hundertprozentig getroffen wird. So. Das. Und nimm das. Ja, werden wir wohl doch schaffen, das Viech zu besiegen. Wenn wir jetzt mit Ruffy nochmal getroffen werden, wie es auch gerade tatsächlich passiert ist, haben wir immer noch Frankie, der das Ding platt macht. Frankie verfügt über unglaubliche Feuerkraft, die mit der er Gegner ohne in Schützen zu kommen wegbläst. Drücke X, um mit der Killer-Steuerung
einen Frankie Feuerball abzufeuern und deine Gegner wieder zu mähen. Okay. Frankie kann mit seinen Schiffsbauerfähigkeiten eine Kanone fertigen, die andere aufspringen können, auf die andere aufspringen können. Sobald jemand die Kanone bemannt, kann sie bis zu 10 Schüsse abfeuern. Halte X gedrückt, um eine zu bauen. Na gut, wir haben jetzt sonst keinen mehr außer Frankie. Deswegen haben wir ihn einfach mal so platt gemacht. Ich würde sagen, die Quest ist abgeschlossen. Bonus XP. Solo. Greift viele Feinde an. Es war nur ein Feind da. Wie sollen wir damit viele Feinde angegriffen haben? Naja, gut. Also, Ruffy ist auf Level 4. Frankie ist auf Level 4. Und Zoro ist auf Level 2. Warum Frankie jetzt 3 Level gestiegen ist und Zoro nur 1. Großen Holzblock haben wir gekriegt. Ich komme in Stimmung für Zorro. Meine Punches fahren lasch für Frankie. Ruffys Münze haben wir. Rubbel mit dieser Münze. Ruffy fällt auf den Rubbelkarten frei. Ach, man braucht extra Münzen für jeden Charakter, um mit jedem Charakter auch die Felder frei rubbeln zu können, oder was? Interessant. Ja gut, das war dann auf jeden Fall der zweite Part von One Piece Unlimited World Red. Noch bin ich nicht davon überzeugt, aber das Spiel hat ja noch Zeit. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Es wird wahrscheinlich viel Umfang bieten, aber ich denke mal, diese Quests hier werden wir nur machen, wenn wir zwischendurch mal ein bisschen underlevelt sind. Ansonsten werden wir uns erstmal der Story widmen. Ja, und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaut doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.